Moinsen, Freunde der Sonne. Gestern kam ein Video raus, was sehr viel Wellen geschlagen hat und ich mir das Feedback, was da drunter aufgetaucht ist, doch ein bisschen zu Herzen genommen habe. Denn ein, zwei Menschen haben sich darüber echauffiert, wie ich mir dann das anmaßen konnte, das Produkt, was Vanatec rausgebracht hat, zu kritisieren. Und ich habe im Livestream das erste Mal darauf reagiert, weil mich jemand gefragt hat. Das führte dann dazu, dass natürlich erstmal alles live im Stream recherchiert wurde. Sprich, wurde mir nachgesagt, dass ich sehr oft erwähnt habe, dass das Ganze aus Plastik ist. Das ist im Schnitt so entstanden, weil es mehr oder weniger sehr oft Fragen waren. Das kann nicht Plastik sein, das ist kein Plastik für das Geld und so weiter und so fort, bis wir es dann rausgefunden haben. Und der ironische Unterton hat wohl auch einigen Menschen nicht geschmeckt und sie fanden sich auch etwas bedroht dadurch, dass gesagt wurde, jeden Morgen steht ein Dummer auf. Das waren Zitate übrigens aus dem Stream-Chat, deswegen war auch der Chat oben eingeblendet. Und ich stehe auch zu dem Punkt und es ist auch einfach so, dass jeden Morgen jemand aufsteht, ob es nun jetzt ein Dummer ist oder nicht. In dem Moment sagt man Dummer in diesem Sprichwort, der auf sowas reinfällt. Ich habe mir gedacht, wir machen das jetzt mal ein bisschen aufgeschlüsselter. Weil beispielsweise wurde mir an der Stelle nochmal ein Kritikpunkt nahegelegt, dass die Preise angepasst wurden. Das ist absolut korrekt und wurde im Nachgang nochmal korrigiert. So zum Beispiel kosten die Quick Releases bei Fanatec, also QR2, jetzt weniger Geld. Ändert nichts daran, dass der Quick Release Lite, also QR2 Lite, immer noch 59,65 Euro kostet. Vorher hat er 60 Euro gekostet. Ist immer noch derselbe Preis. Grundsätzlich in diesem ganzen Video möchte ich euch jetzt mal aufschlüsseln, warum ich persönlich das zu teuer finde und stelle da jetzt mal Vergleiche an. Und zwar wurde ein Punkt in den Kommentaren erwähnt, um den Preis an der Stelle zu rechtfertigen, dass beim Quick Release, den man sich kauft bei Fanatec, Elektronik mit im Spiel ist. Dazu habe ich heute mal ein bisschen nachgeforscht. Ich habe mir mal ein, zwei Reviews dazu angesehen und habe Folgendes rausgefunden. Wenn wir uns jetzt mal QR2 Lite angucken, das ist dieses Produkt. Wir sind jetzt hier direkt auf der Internetseite bei Fanatec. Ja, und QR2 Lite Realtime. Also nur dieses Gerät, was auch in dem Video angesprochen wurde. Nur das hier. Hier ist keinerlei Elektronik drin. Also ihr könnt hier sehen, das ist wirklich nur QR2 Realtime. Die Elektronik ist ja am Lenkrad dran. Also hier kommt keine Elektronik mit an der Stelle. Wenn wir jetzt den Vergleich wieder schlagen und die Brücke zu Simocube, wie ich das halt auch getan habe in dem Video, vergleichen wir das jetzt damit, haben wir hier Realtime ohne Elektronik für 69 Euro. Des Weiteren wurde angemerkt, dass es kaum bis gar keinen Quick Release gibt, der diese Elektronik hat im selben Preissegment. Hier möchte ich nochmal ganz kurz bei Simocube darauf aufmerksam machen, dass die Elektronik in der Wheelbase selber verbaut ist, denn bei Simocube, bei unterstützten Lenkrädern, funktioniert das nicht über Kabel, sondern es funktioniert über Wireless. Denn du kannst Lenkräder wireless mit deiner Simocube 2 Pro, beispielsweise jetzt, weil ich die Pro habe, kannst du die damit verbinden. Das heißt, dieser Vergleich hinkt nicht, denn die Konnektivität ist trotzdem gegeben. Nichtsdestotrotz möchte ich darauf weiter eingehen. Denn wir können mal weiter forschen, was andere Hersteller so machen für Preise. Und dasselbe, was Fanatec dort auch macht. Wenn wir jetzt mal beispielsweise zu Asitec gehen, sehen wir hier 150 Euro für einen Quick-Release-Adapter Realtime. Und das finde ich schon ziemlich teuer. Das habe ich in der Vergangenheit schon mal angemerkt. Und ich stehe auch zu dem Punkt, dass ich das immer noch sehr, sehr teuer finde. Denn 150 Euro für einen Adapter an einem Wheel, dass du ein Wheel benutzen kannst, finde ich schon ein bisschen viel. Was ist denn jetzt im Produktions- oder was ist denn jetzt im Lieferumfang von Asitec mit dabei? Also wie wir hier sehen können, ist die Elektronik mit drinne für 150 Euro. Ist immer noch weniger, also wenn wir jetzt nochmal zurück zu Fanatec gehen und wir suchen uns die anderen aus und wir würden hier auf den anderen Adapter gehen, haben wir hier einmal, haben wir hier 99 Euro drinne, keine Elektronik und wir haben 199 Euro, keine Elektronik. Gehen wir zu Asitec, wir haben hier 149 Euro Elektronik und drei Schäfte dazu plus, und das weiß ich jetzt, der ganze Lieferumfang umfasst auch noch das Werkzeug, dass du das alles bauen kannst etc. pp. Das ist jetzt mal außen vor, das sind meistens Goodies. Wenn wir das jetzt hier nehmen, haben wir effektiv für 50 Euro mehr, wenn wir zurückgehen zu dem Vergleich und die 99 Euro nehmen, weil das hier ist auch Metall, ohne Elektronik, haben wir 50 Euro mehr bezahlt
für Elektronik und die drei Schäfte, die hier mitgeliefert werden, die du übrigens auch an anderen Lerngeräten noch benutzen kannst. Das ist ein positiver Nebeneffekt. Ich finde, dennoch sind 150 Euro für einen Adapter sehr, sehr viel. Also wenn wir das jetzt hier mal in Relation setzen, würden wir für 50 Euro mehr bei einem anderen Hersteller mehr kriegen. Und das hier ist schon bei einem anderen Hersteller das teuerste, was du kaufen kannst mit Elektronik. Wenn wir jetzt mal zu unseren neuen Freunden Moser gehen. Den Wheelside-Adapter von Moser kriegst du für 65 Euro. Der ist Vollmetall. Und der funktioniert genauso wie Quick Release 2 von Fanatec. Du nimmst dein Lenkrad, schraubst das hinten dran und poppst das an das Gerät an. Und hier ist die Elektronik auch drin. So, jetzt frage ich mich aber an der Stelle, das sind 6 Euro mehr. Das sind 6 Euro mehr im Gegensatz zu dem Fanatec Quick Release, der nun aus carbongefährlichten Kunststoff ist oder carbongemischten Kunststoff ist, also Kunststoff. Warum Moser das beispielsweise für 95 Euro anbietet? 65, Entschuldigung, für 65 Euro. Das heißt, wir wären bei 65 Euro jetzt in der Preisrange von einem 99 Euro Teil von Fanatec. Das heißt, wir haben schon mal wieder eine Differenz von 40 Euro. Aber das ist auch noch nicht alles. Wenn wir jetzt wieder die Elektronik außen vor lassen, die hier nicht mitgeliefert wird in den Lenkrädern. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, da dieser Punkt sehr häufig angeführt wurde von einigen Menschen, dass die Elektronik ja mit dazugehört. Das hier, dieses Teil, auch in Reviews, kann man das nachgucken, kommt die Elektronik nicht mit dem Lenkrad. Die Elektronik ist schon von Haus aus mit da. Und wir reden nur von diesen Teilen, wir reden noch nicht von diesen Geräten. Also diese beiden Geräte, die an der Base-Side sind, die kritisiere ich überhaupt gar nicht. Da habe ich überhaupt gar nichts, zu sagen. Wir reden nur von Wheelside. Ich glaube, das haben Menschen an der Stelle verpasst. Wenn wir jetzt also mal zu VHS gehen. Und bei VHS finde ich persönlich, ist das auch schon doch ein bisschen teurer. Wenn wir dahin gehen, haben wir selbst dort, wenn wir jetzt mal beim Simrace Shop nachschauen, 99 Euro. Und das ist schon sehr, sehr teuer an der Stelle. Und das muss man beispielsweise bei der VHS auch nicht benutzen, weil du bei der VHS aufgrund der Bauweise dieser Wheelbase zum Beispiel auch auf Simocube gehen könntest und hättest dann im Endeffekt genau dasselbe. Hier muss man aber dazu sagen, du kannst bei der VHS keine Wireless-Lenkräder anschließen. Also hier an der Relation, wenn wir jetzt hier hingehen und Wheelside auswählen, sind wir hier auch bei 99 Euro. Und das auch an der Stelle finde ich persönlich viel zu teuer. Aber, ne, wir haben hier wieder ein bisschen ein anderes Material als im Vergleich zu dem anderen, was wir bei Fanatec sehen. Nichtsdestotrotz, gebe ich euch da draußen recht, ist das ein strammer Preis für 99 Euro. Ich persönlich. Und ich sage das und bin auch immer noch der festen Überzeugung. Der angenehmste Quick Release, der bis dato rausgekommen ist, ist und bleibt der von Simocube und der von Moser. Weil das sind realistische Preise, die ein Kunde bezahlen kann, um mehr als nur ein Wheel zu haben. Denn für 69 Euro, und ja, da ist ein Stift drin und das ist nichts mit ranschieben und ranklackern. Es ist ein simples System, super simpel. Und auch mit händisch einen Stift reindrücken oder einen rausziehen, das können wir jetzt vergleichen mit dem, wir ziehen hinten sozusagen den Kranz zurück, um das Lenkrad runterzunehmen. Das ist ja im Grunde genommen dieselbe Aktion, nur dass wir an der Seite rausziehen. Es ist im Vergleich zu anderen Herstellern viel zu teuer. Und was mich dabei noch viel mehr enttäuscht, und das ist auch der Punkt, der in diesem Video etwas überdramatisiert und für die Unterhaltung dargestellt wurde, für ein Stück Plastik 60 Euro ist einfach richtig frech. Zumal Menschen, die jetzt Bestandskunden sind bei Fanatec, nicht mal die Möglichkeit haben, irgendwie auch nur ansatzweise einen Rabatt zu kriegen. Das heißt also, wenn sie den QR1, den sie haben, der offensichtlich auch in vielen Fällen nicht so gut funktioniert, im Sinne von, dass er sehr geräuschintensiv ist, gerade bei der DD1 und bei der DD2, sind sie ja irgendwie gezwungen, auf QR2 zu wechseln. Und das kostet sehr viel Geld. Und wenn andere Firmen das hinkriegen, es günstiger anzubieten, dann stelle ich mir die Frage, wie realistisch sind denn die Preise, die wir da gerade sehen? Und nimmt sich da vielleicht das Unternehmen ein bisschen viel raus, so viel von seinem Kunden abzuverlangen? Und ich spreche nicht über die Qualität. Das haben Menschen auch an der Stelle absolut missverstanden. Ich kann über die Qualität dieser Quick Releases nichts sagen, da ich sie nicht in der Hand gehabt habe. Ich spreche hier von dem Preis. Und der Preis ist im Vergleich, und auch wenn wir das über mehrere Hersteller vergleichen, ist der Preis eindeutig zu hoch. Und in meinen Augen auch absolut nicht gerechtfertigt. Denn um ihre Misere des QR1 auszugleichen, muss der Kunde noch oben drauf bezahlen. Und das finde ich frech. Und ich mag es nicht.
Und genau deswegen bin ich auch immer super kritisch. Und das bin ich nicht nur bei Fanatec, sondern auch bei anderen Unternehmen. Fanatec kriegt jetzt halt das zweite Mal auf meinem Kanal einen auf den Deckel. Also auf den Deckel in Anführungsstrichen oder wird halt kritisiert, weil ich es nicht für gut befinden kann, dass Menschen sich so etwas kaufen. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass einige Menschen da draußen darauf angewiesen sind, aufgrund der Tatsache, dass sie auf der Konsole spielen. Und das habe ich auch jetzt sehr, sehr häufig von Menschen gehört. Und ich kann das nachvollziehen, weil auch die Adapter von die man nutzen könnte, um andere Gerätschaften an die Konsole zu kriegen, bieten nicht den vollen Funktionsumfang, wie zum Beispiel eine Wheelbase von Fanatec, die jetzt an die PlayStation rangeht. Und in diesem Fall, und das ist für mich persönlich, und das bin ich ganz offen, ist für mich der einzige Fall, wo ich sagen würde, ja, das ist okay. Und ich rede beispielsweise auch nicht davon, dass die CSLDD ein Problem darstellt. Die CSLDD ist aktuell für den Preis, den sie darstellt, sehr, sehr, sehr gut. Und es gibt auch nichts anderes in dem Preissegment. Das Problem ist dann aber an der Stelle, du bist in diesem Ökosystem einfach gefangen und kommst dann nachher nicht raus, außer du verkaufst irgendwann alles. So, und jetzt stell dir nochmal vor, du hast 2, 3 Lenkräder und du würdest das gerne upgraden. Rechne dir das mal aus. Und das finde ich persönlich etwas frech. Und das finde ich auch nicht schön, denn ihr bekommt für das Geld weitaus bessere Sachen. Und das ist das Einzige, was ich damit immer anmerken möchte, dass es mir wichtig ist, dass ihr für euer Geld, was ihr euch hart erarbeitet habt, vernünftige und ordentliche Qualität kriegt. Und nicht, und das sage ich jetzt extra am Ende auch nochmal so, für 60 Euro ein Stück Plastik, was ihr euch an euer Lenkrad ranschraubt und das auch noch toll findet. Ihr könnt das toll finden, das ist euer Recht und das ist auch völlig fein. Ich persönlich finde das sehr, sehr frech und ich würde mir an der Stelle auch einen Vollmetall-Quick-Release wünschen, wie von Simocube beispielsweise oder von Asetek oder von Mosa oder von VHS. Und damit möchte ich mich bedanken. Ich hoffe, ihr habt es bis hier hinten geschafft, weil bei dem anderen Video haben es die meisten Leute nicht mehr als 2 Minuten 30 ausgehalten, was dazu geführt hat, dass sie den Rest, der in dem Video da drin war, leider nicht mehr gehört haben und dementsprechend sind auch einige Kommentare ausgefallen und das finde ich ein bisschen schade. Nichtsdestotrotz möchte ich mich am Ende dafür bedanken, dass es da draußen sehr, sehr viele Menschen gibt, die doch, auch wenn sie das stört, dass das so angesprochen wurde, sich die Zeit genommen haben, ihre konstruktive Ansicht zu teilen und mir Feedback zu geben. Denn ich habe mir jetzt darüber Gedanken gemacht, habe euch gehört und deswegen machen wir dieses Video und ich hoffe, das hat euch an der Stelle ein bisschen besser gefallen mit ein paar mehr Ausführungen im Hintergrund zu dem eigentlichen Thema. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, lasst es euch gut gehen und bis denn, Dansen. Oh, und vergesst nicht, einen Kommentar zu schreiben, den Kanal zu abonnieren und das Video eurer Katze zeigen. Beim Hund und vielleicht auch beim Hamster. Bis dann.